TTT. War das nicht schon eine. Warte, 3, 2. Achso, meine Aufnahme läuft schon. Meine läuft auch schon. Hallo und herzlich willkommen hier bei TTT. Heute spielen wir mal auf einer Scheißmap. Wer war da? Und eine Aussage. Das war's, glaube ich, von der Ansage. Andi, ist da. Wir haben heute sehr viel Spaß. Andi, hast du gerade getrunken? Du bist gerade von uns. Andi? Ich hab's überlebt. Ich bin Detective, nur mal so nebenbei. Hast du getrunken? Hast du getrunken? Wann war es? Was denn? Das ist die erste Runde. Oh, fuck, das ist gut. Ja, genau. Aber das war cool. Die erste Runde war es erwartet. Ich hab seinen Flopper aufgehoben. Nice. Was? Hä? Ist doch gut. Ist ja cool. Es geht echt. Du kannst den Flopper aufheben. Das okay, Axel ist also der letzte. Das ist schön. Aber er ist ein neues, oder? Ist doch super, wenn man seine Feindbilder kennt. Ich weiß nicht, ob ich meinen Andi jetzt töten sollte. Nö, du kannst mich ja einfach mal erstmal auf Excel losschicken, also. Ja, geh erstmal auf Excel, das ist richtig. Das ist immer die beste Entscheidung, einen auf Excel loszuschicken. Ey, cool, man ist verbuggt. Was ist verbuggt? Hex. Au. Die Map ist so gut, Excel, wow. Ich krass, ich das kann echt, das gehört, sehen. Das gehört so. Das ist ein Feature, ne? Das muss so. Ach so. It's not a bug, it's a feature. Genau. Ja, aber Andi, wenn du willst, komm hoch. Das sind 5 Euro DLC. Nee, will ich aber nicht. Ja, du wolltest auf mich losgehen, oder nicht? Und deswegen will ich ja nicht hochkommen. Komm du doch runter. Wenn du meinst, also ich brauche nicht runterkommen. Er hat ey, sich nötig. Ey, wer schießt jetzt auf mich? Boom. Ich. Keine Ahnung. Bist du? Bist du in das Haus gelaufen? War schon Raum. War schon nah oder hat dir das Feuerteil angemacht? Pass auf, Andi. Ich hab das Feuerteil nicht mal. Boah, hab ich einen fast kaputt gemacht. Du bist das nicht, ne? Nein. Man hat ja nur diesen Nebel da weggesehen. Kann man da durchschießen? Nein, kann man nicht. Jo, wahrscheinlich. Krass, Echse, muss man echt sagen. Ja, scheiße! Was? Aber das war, ihr wusstet ja nicht mehr, dass ich's bin. Natürlich, du warst der Letzte. Ach, Grievous und Gicht waren tot. Die sind tot. Es ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, ich weiß was du machst. Das dieses Blöde Teil ist, an. Dass Goom dann den Flopper aufgehoben hat. Da konnte ich also, ja nicht ich. Das, aber das ist doch neu, dass man die Getränke aufnehmen kann. Ja, zumal das keinen Sinn ergibt. Ich hab das ja schon meine Rachen runtergetrunken. Ja, du tötest ihn und trinkst es aus seinem Magen. Richtig. Ja, ja. Da war schon noch und da waren noch Reste drin. Ja. Du saugst es aus deinen Lippen. Deswegen sagt deine Mutti auch immer, du sollst deinen Teller aufessen, damit dann irgendwer noch aus deinen Lippen was du noch aussaugst. Nein, Goom hat einfach eine Mund-zu-Mund-Beatmung mit mir gemacht. Ja, richtig. Ich ja, wollte ihn nicht sterben lassen, aber. Ja, aber Defi wollte keinen Punkt ausgeben für Defi. Ja. Nee, Goom, du wolltest ihn schneller sterben lassen, hast die Luft rausgesaugt. Hier. Man hätte auch ein Loch reinmachen können, aber. Alter, wie die Waffe gerade geflogen ist. Wo ist denn die gelandet? Wahrscheinlich in Neverland. Hä? Hier vor dem Fenster. Oh, das ist der Detective, scheiße! An mir wird geschossen und ich bin Detective. Hallo, wann war? Hallo, Echse. Ah, hier ist Muni. Du musst das. Nice. Ja. Da beziehe ich meine Augen her. Aber Andi ballert ja gerne mal random rum, das wissen nein, wir. Nein, ich hab nie random rum geballert. Du hast. Nein, das nein, war. Nein, du hast nur das Fenster zerschossen, in dem ich stand. Oh, gar nicht random. Hallo, Boom. Hallo. Ja, aber wir wissen ja, dass das Fenster unschuldig ist. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Also, mir geht's gut. Das finde ich ja schon. Guten Tag, Allianzversicherung. Wie können wir für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Marcel Davis von 1&1. Dr. Klenk. Goom ist es! Hä? Was? Nee. Wo ist Goom? Willst du mich verarschen? Warum bin ich es denn? Weil ich deine Waffe gesehen habe. Goom, brauchen Sie einen Anwalt? Andi ist, glaube ich, geistig behindert, ohne Spaß. Blödes Stück Scheiße. Alter, ich mach's einfach mal. Kann man eigentlich sein? Weil, das war eigentlich schon ziemlich verdächtig, was Andi gemacht hat. Fand ich. Ja, Andi ist es auch. Ja, ich hab ihn gerade erschossen. Gesehen. Ich hab den Autosniper gesehen. Deswegen bist du Traitor. Okay, ist interessant. Jetzt muss ich nur noch zur Leiche von Andi kommen, dann kann ich's beweisen. Ich habe ihn aber nicht getötet. Nee, ich aber. Geflüchtet. Ich aber. Ich stand hinter ihm. Okay. Und ja, das war danke. Irgendwie, ich habe mir so gedacht. Wo ist denn der gestorben? Dann lass mich den noch holen. Das ist Exe. Der liegt da unten irgendwo. Ja, ach, da ist er. Da hat jemand getrunken. Okay. Oh. Aua! Grievous! Ja, ich bin's nicht. Grievous! Nein! Doch, du hast doch gerade auf mich gesnipert, also ganz ehrlich. Du hast gerade auf mich gesnipert, also kannst du mir ja nicht erzählen, ne? Ist,
es ist Grievous. Grievous ist es, ja. Nein, warte, es sind Grievous und Goon. Hä? Ja, Grievous habe ich leider getrunken, dass ich dann immun gegen Drecksau. Oh, ist das aber, schade. Ja. Ich werde angesnipert. Ja, Grievous, du wirst angeackert. Ja, warte. Wurde von der Auto. Grievous ist es, Grievous ist es. Ja, ich wollte gerade schießen. Ja, natürlich sind Grievous es. Grievous und Goon. Weil Exe und Andreas sind nicht sind. Ja, warum sollte Grievous mich anschießen? Jetzt überleg doch mal, ganz logisch. Hat er ja nicht. Klar! Ja, oder Pseudo. Um sich unschuldig zu machen. Weil du kannst ja schlecht das Jungfernhäutchen wieder dran machen. Das geht alles. Mit Leim und Spucke geht das. Oh, sorry, das war der Falsche. Ich habe einfach nur auf lebende Personen geschossen. Mhm. Das finde ich. Oh, Grievous, geh da mal bitte weg. Okay. Wieso sehe ich den nicht? Werde den scheiß Brett bekommen? Ist auch noch drunter. Ah, der ist reingelaufen. Ne, der ist ja immer so. Der ist immer schief, etwas. Oh, das wird seit neuesten. Freundschaft bricht halt. Ja, hat mich eigentlich Andi, nichts in der Hand. Okay. Doch, du hast den Friendship-Büro, was du das Wort. Nein, ich hatte einen Autosniper in der Hand. Er hatte gar nichts in der Hand. Also, ich nicht gesehen habe, hat er immer irgendwas mit rotem Zielrohr auf einmal wieder gehabt. Zwischen dem Sniper und irgendwas mit einem roten Zielfernleser gehabt. Ganz kurz. Das ist ein Autosniper. Andi, das ist ein Bug, das passiert ab und zu. Zeit, hast du das noch nicht gemerkt? Das passiert immer ab und zu mal. Dass man irgendwann mal kurzzeitig so den. Keine Ahnung, was das ist. Aber ich hätte jetzt. Also, ich habe eigentlich wirklich Andi getötet, weil das ziemlich verdächtig war. Ja, das war auch verdächtig. Ja. Wäre ich jetzt kein Traitor gewesen, dann wäre es ja. Ja, klar. Hätte dann Inno getötet. Ja. Ja, gut, jeder kann sich aber auch im Endeffekt mal vertun. Nö, das akzeptiere ich nicht. Ich bin unfehlbar, das kann anderen das auch sein. Richtig. Ey, warte mal! Was mache ich denn? Ich stehe hier nur! Du hast ein Fass eingelegt! Ich hab gar nichts, ich. What? Da schießt jemand! Ich dachte, du hättest jetzt Wanderer getötet. Nee, ich hab das Fass also entschärft, da lag mir das eben Fass. Ich hab vorher gerade eins runtergeworfen, vielleicht lässt du daran. Alter, ist doch ein geiler Fuck, der Wachs ist. Na toll. Wo ist Fuck, stopp doch mal! Hä? Andi wollte gerade, glaube ich, Gicht wegmachen mit seiner Schrotze. Nee, Gicht, pass mal auf. Gicht, pass mal auf. Exe hat sich wieder einen Heilungsteil geholt. Der hat direkt neben dich gestellt. Wer hat sich noch? Exe hat sich einen Heilungsteil geholt. Ich hab gedacht, wer tot? Ja. La la la. Ach, ich bin das Schotzenkarussell. Nee, es ist gut. Alter, Exe, bist du schlecht, der ohne Spaß. Hast du ihn? Ja, der ist hier oben. Ah, sehr schön. Alter, ne? Wow. Mein Gott, bist du kacke. Das ist ja echt peinlich. Du hast wieder verkackt. Ja, der stand direkt vor mir still. Und schießt mit Liegeschüssen auf mich. Ja, ich wollte, dass du. Such das auch im Mund irgendwie. Am Boden gegraben wirst. Das war einer, aber egal. Naja, eigentlich wollte ich nur gucken, ob du den Ass genau hast. Oder zwei. Ich hätte gerne eine Luftbeerdigung. Oder eine Luftbeerdigung? Ja, kann ich besorgen. Also, ich. Nee, den Satz beende ich so. Oh, Friendship. Ja, ein bisschen daneben. Lebt noch jemand? Wo ist denn der? Ja. Leben? Nee, der ist schon vorher tot. Der hat extra gekriegt. Grievous, was soll das? Was? Ich glaube, das Ding ist da gelandet. Oh. So war's erschreckend. Ich glaube, Andi ist es jetzt noch. Wie's? Wieso? Ja, weil du so verdächtig warst. Ich? Andi ist es. Ja. Aber ich will doch eine nette Bestattung noch machen. Für. Was ist denn der? Ich höre ihn doch. Ach da. Ja. Oh, das ist aber jetzt schlecht. Aber mir ist die Feuerwehr. Ist trotzdem schlecht. Oh, Andi! Wieso drehst du dich auch zur Wand? Ist echt so. Weil ich gerade gechoppt hab. Deswegen. Dann guck doch beim Shoppen nicht zur Wand, dann siehst du die Augenwinkel, wenn er kommt. Maul. Auf wann war diese Aktion gerade erinnert mich an eine Folge. Nächste Mal, also du musst diese Folge Stelle echt rausschneiden. Ich muss die Stelle echt rausschneiden, das war echt peinlich. Welche Stelle denn? Ja, wo er irgendwie, wo ich stillstand, oder mich ein bisschen bewegt habe, je nachdem, keine Ahnung. Ja, hab auf deinen Kopf gezählt, aber leider. Auf meinen Kopf gezielt? Will jemand eine G36? Also, nein. Ich stand nicht fast direkt vor dir, ich stand 10 Meter weg oder so. Ja, du standst ja nicht im Eingang. Wie gesagt, ich mag die Dings nicht so.
Dann schießt er mit der Liege ein paar Mal auf mich und trifft halt nicht. Mal Ursula von der Leyen fragen. Wann war? Ja, man braucht halt manchmal etwas, um zu treffen. Vielleicht noch zusammen mit so einer A400. Die auch ganz gut funktionieren. Können wir die einfach mal bei Pudi wieder einkaufen gehen? Mal ein paar schöne AKs mitbestellen. Weiß mal kurz was runter. Die haben bestimmt noch was rumliegen. Oh, exakt, das muss ich gerade schießen. Ja, sowieso auf was übrig. Wow, hinter! Scheiße! Jetzt los. So macht man das. Kann es sein, dass Goom Traitor ist? Nee. Hast du Andi, geh weg, geh weg. Was? Also ist es, hä? Hau ab. Nö. Ich krieg dich. Nee, will ich nicht. Ich? Bist du noch am Leben? Mhm. Ah, das ist gut. Ich hänge aber fest. Und da... Soll ich dich raus? Soll ich dir raushelfen? Kannst du wahrscheinlich nicht. Höchstens in Disco reinschmeißen. Das geht. Wohin? In diesem komischen einen Container, in dem du auch schon mal drin hängst. Ja? Du halt echt leid, ne? Oh, oh, ich hab mich rausgebackt. Sehr schön. Was? Ja, da war so ein bisschen. Ist der Detective? Ach so, hallo. Ach, der ist schon. Oh, Friendship. Moment. Andi? Ja, was? Friendships auf mich zu sehen. Ja, gut, mit der Waffe hätte ich auch locker ein paar mehr Kills gemacht. Die ist auch total OP, die AK-64. Kommt der von hinten, die Sau? Ich hab dir zwei Headshots gegeben. Was? Ja, ich hatte eben die AK-47S und die mag ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht. Ja, die macht auch ordentlich Damage. Ich finde die aber nicht so gut. Ich treffe mit der irgendwie fast nie. Ich komme mit der nicht klar. Ey. Oh, wenn du mit mir kämpfen willst, dann komm von vorne. Mit der HK hatte ich auch schon. Ja, aber das wäre halt echt doof gewesen. Hätte ich jetzt Echse getötet. Hast du gesagt, da ist jemand gestorben, Mama. Und hättest dann gesagt, oh, vielleicht ist ach, der Boom. Und das wollte ich halt nicht. Das war echt ungünstig. Tut mir leid. Mach ich nicht mehr, okay? Das heißt, wenn Exe erst dann schnallt, dass wer stirbt, dann hast du eine Chance. So meinst du? Ja. Ja, ich hab's halt auch direkt geschnallt. Er war halt nicht schnell genug. Das fand ich aber auch so ziemlich gut. Im Gegensatz zu ein paar anderen Herren. Hust, hust, ich weiß nicht mehr, wer es war. Die immer dann noch rumschreien, während sie tot sind. Hector? Den Namen hinterher quetschen, hat Exe das so, nicht gemacht. So, das ist gemacht. Gar kein... Wir haben fast den Chef. Was hast du jetzt für eine Waffe? Die Farmer. Ah, Farmer ist ja gut. Oh, jetzt ist Sword of. Ah, nehme ich die lieber. Das ist mir eine Sword of, das ist der Map, Alter. Ist immer noch besser als eine Pumpshot. Oh, mit der Pumpshotgun komme ich auch nicht klar. Ich hasse die. Aber Sword of verzieht doch ein bisschen mehr als eine Pumpshot. Pumpshotgun braucht aber viel länger zum Nachladen. Ja, die Pumpshotgun ist ziemlich... krass. Und deswegen hasse ich die auch. Mhm. Hallo. Andi benutzt immer die Kampf-Shotgun. Ja, ich benutze die Kampf-Shotgun. Kampf? Nein, die Kampf-Shotgun. Wow. Ist da gerade oben explodiert. Hier ist gerade irgendwas explodiert oben. Wow, krass. Wie ist es gestorben? Ich glaube, es ist einfach, wenn man sich in den Untergrund verzieht, oder? Hm. Ja. Hallo, Gicht. Hallo, Gung. Weißt du, wo der hingeflogen ist? Nee, hingeflogen. Da liegt er, glaube ich. Ist achso, sind Leute gestorben? Ja. Oh. Sogar zwei Stück. Oh. Ja, gut. Oh. Ich war da schon, wann wir bei der. Achso, ja, okay. Bei Exo war ich auch schon. Ja, den habe ich desinfiziert, wollte ich schon sagen. Ich hab Goom gefunden. Der hat Goom geniert. Wo ist denn der Buddy hin von dem? Von wem? Da. Was wer hat Goom umgenietet? Wie ist ne? Irgendwie ist der runtergefallen oder so anscheinend. Ja, dann musst du ja Hanwha sein. Logischerweise, ne? Wieso? Ich? Nö. Weil ich nicht so schlecht bin. Ich hab von meinen Kollegen umgenietet, was soll ich scheiße? Ey, Andi! Hä? Lebt noch? Geh weg. Achso. Alter. Andi und Wann war auch. Nee. Ja. Weiß nicht, ich hab mir extra. Andi war jetzt irgendwie 3 oder 4 Mal ein Folgetrader, oder? Ich hab extra einen Dete gekauft, hab ihn schon im Chat geschrieben, er soll mich umbringen. Und so weiter. Achso, ich hab gedacht, ich tu mal Vogelzüchter spielen und Kühes beglücken. Ja. Und ich bin im selben Moment runtergefallen. Dann hab ich Goom noch die Vaterfreuden entgegengebracht. Ich wollte eigentlich mit Grievous eigentlich misshandeln, also Grievous Leiche. Ja, hast du ja. Und Flop ist ein Kind raus geworden. Und das, ich weiß nicht, aber bist anscheinend nicht mit klargekommen. Das hatte ich überhaupt wirklich erschlagen, das Kind dann. Ja.
Ja, Verantwortung war zu groß für ihn. Wow. Was? Was habe ich gefragt? Was? Achso, genau, ja, oh, weiß ich auch nicht genau. Ich jetzt schärf ganz kurz einen Fass. Nein, 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 tu es nicht, jetzt kannst du. Ich hab mich gerade eine oben in diesem Häuschen angeschossen. Wann war oben drin? Hm? Ja. Wann hat mich angeschossen? Ich hab nix getan. Ja. Ich bin Dete. Erstmal. Ich wollte gerade sagen, wann war es Dete? Also, ja, wann war es Dete? Du machst also, hat mich angeschossen? Womit wurdest du angeschossen? Mit was für einer Waffe? Oh. Weiß ich doch nicht, aber ich wurde von hinten angeschossen und war wieder oben drin und ich hab nicht. Bist du doof, weil ich fall überall runter. Ich glaube, Gicht ist es. Weil er behaupten wollte, jetzt wann war es ist. Der wollte. Okay. Ja, finde ich auch eigentlich akzeptabel. Der war's, ne? Okay. Wer hätte ich erwartet? Gut Job, Andi. Wenn Andi jetzt wieder Traitor ist, der war ja jetzt schon fünfmal oder so in Folge gefühlt. Ja, irgendwann ist man nicht mehr, ne? Ja, irgendwann ist man wirklich nicht. Ja, aber die Chance dieser, ist da. Mit dieser Logik würde ich sagen, ich weiß, Excel ist es. Und da Boom ist warum? Bei mir. Wow. Hallo. 1 zu 6 hoch 5. Müsst ihr unter Brüdern, ist das eine Chance? Ja, aber vor dieser Runde, hey, Leute, jede Runde ist die Chance gleich. Ja, aber 5 mal hintereinander. Oh, müssen du Chance. Halt's Maul, auf mich wurde gesniped. Excel geht von? Bei Grievous rein? Weiß nicht. Also, das Grievous mit entweder... Wow, ich hab keine Sniper, ich hab eine Shotgun. Ich hab jetzt einen Sniper. Ja, was hast du für eine Waffe? Eine MP5. Okay, ich bin gerade Excel hat irgendwas in der Hand, was nicht ganz normal aussieht. Weiß nicht. Also Ich hab die Shotgun in der Hand. Hä? Wo? Da hinten. Wo? Andi ist es. Andi ist frei, wild. Da ist irgendwie in einem Haus drin und stirbt gerade. Nee. Achso, ich werd angesnappt. Okay, ich glaube, ich halt. Was? Wann? Oh. Wann hast du dir meine Identität? Ach, was doch, Grievous. Das ist ja, da hat ja noch nie jemand hingekriegt, mir lebende Identität zu klauen. Hast du schön gemacht. Aber Andi, war das? Nee, wann hast du das denn gemacht? Gut, als ich den Schrank runtergeschlagen hab, 100 Pro, oder? Boom. Boom hat sich erstmal gemutet. Es war 100 Pro, hat sich den Schrank runtergeschlagen. Er hört dich nicht. Ich wollte es ja sagen. Nein, der hört dich nicht. Aber wo ist denn dann. Ja, stimmt. Andi gewesen? Der echte. Hä? Ich war ja da? Der war da drüben auf dem Tower. Andi, du hast doch auf mich gesniped. Ja, aber oder? Das war doch Goom. Nee, ich hab später aus. Der hatte meine Identität, das ist mir dann erst später. Nein, bei mir war irgendwie die Leiche von Goom die von Andi. Ich dachte zuerst, das wäre ein Bug, weil das hat wirklich noch nicht. Komm fast runter. Ich glaube, es hat noch nicht mal jemand. Das war gerade alles äußerst mysteriös. Mysteriös? Ein Fall für Galileo. Ich warte mal auf, fast weg. Oder mach du, ja. Warte, noch eins. So. Drüben ist auch noch eins. Ist das letzte Runde schon oder noch nicht? Keine Ahnung. Ja, können wir eigentlich machen. Doch. Okay. Nee, ich frage jetzt mal, wie lange nehmen wir schon auf? Ja, wir sind jetzt bei 19, wenn die Folge zu Ende geht, sind wir bei 22 oder so. Oder 23. Ja, können wir noch eine ranhängen, also. Ja, okay, dann mach kein RTV. Club Excel ist es. Kein RTV. Wieso denkst du, ich bin's? Der Detective ganz war. Wow, achso, ja, stimmt. Ey, irgendjemand schießt gerade auf jeden Fall auf mich und ich krieg übelst viel Schaden. Und von wo? Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Traitor ist, der auf mich schießt, aber wenn es der Detective ist, das ist Random Kill. Selbst wenn ich Inno bin, ist es trotzdem Random Kill. Aha, also bist du es. Also bist du es, okay? Es ist ein Random Kill. Du hast ja gar keinen Anhaltspunkt. Ich kann auch gerne einen Tod springen. Halt doch mal runter! Wenn du einen Inno im Tod haben willst, kann ich runterspringen. Okay, springe. Ja, gut, wo bist du? Springer Verlag. Warte, ey, ich wäre doch gar nicht. Ey, Goom! Oh, Goom ist es? Das ist scheiße. Wenn das jetzt Goom ist, ist es noch blöd. Gicht ist es. Nein. Ich wollte ja nur gucken, was der ist. Der war's wirklich. Ich wusste ja, dass du hier unten bist. Ich hasse dich, Gicht. Das war ich nicht. Hallo, ich habe einen Traitor getötet. Musste telefonieren. Ich weiß, dass du einen Traitor gekillt hast. Das waren wir getötet. Das ist gut.
Devin hatte null Chance. Irgendwie hat gerade ein Friendship auf mich verkackt. Bisschen. Ich muss mal vermag ich nicht. Muss Johanni gewesen sein. Ja, wahrscheinlich. Das wird machbar. Der ist aber nicht da. Er ist ein Traitor. Wo bist denn du? Ja, oben, wo ich Devin gekillt habe, am Aufzug. Jetzt hast du es verraten. Das Grievous ist es. Alter, was ist denn diese... Scheiße, ne? Scheiße Waffe ohne Spaß. Jetzt weißt du, weshalb ich keine Chance hatte. Wo noch irgendein, der jetzt mal da ist und Lust hat, hier mal richtig zu... Ja, nach der Runde hier ist es vorbei, oder? Ja. Wir springen einfach in den Tod. Nope. Ich bin mal ganz kurz weg, Leute. Bin gleich wieder da. Grievous. Mhm. Guck mal, da vorne, du siehst jetzt genau vor dir den Schrank, ne? Mhm. Wenn du den runterschubst und hinterher springst, hast du ihn gerettet. Ist ja langweilig. Hä? Mhm. Sie ist nicht viel. Oh, ich rieche über Andi daheim, ne? What? Oh, nice. Nun. Ich hab den nicht verfliegen sehen, ey. Ich auch nicht. Auch nicht. Ich auch nicht. Auf jeden Fall war die ziemlich gut. Oh. Hä? Könnt ihr euch nochmal bitte killen, Mensch. Ja, das gibt's nicht! Eieiei. Boom, Headshot, Boom, Headshot, Boom, Headshot. Och man, die kann ich nicht mehr. Boom, nächste Folge. Scheiße. Boom, bis dann. Boom, tschüss.